Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Nivea Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Den habe ich für 34,95 bei dm.de geshoppt. Der Nivea Adventskalender ist ein Kläppchen-Adventskalender. Und wir haben hier ein schönes weihnachtlich dekoriertes, mit Schnee bedecktes Haus. Hier steht schön Nivea auf dem Haus drauf. Er ist wirklich schwer, weil es sind viele Pflegeprodukte enthalten. Man sieht hier auch die Zahlen relativ schlecht, aber wir werden sie jetzt alle nach und nach öffnen. Hier unten haben wir die Nummer 1. Auch hier haben wir wieder, wie auch im letzten Jahr, so Doppelkläppchen, damit die schweren Produkte, die drin enthalten sind, nicht einfach so rausfallen können. Das finde ich ganz gut. Als erstes haben wir hier ein Micellenwasser mit drin. Das ist für Gesicht, Augen und Lippen. Und das sind 100 Milliliter, ist so eine Reisegröße. Finde ich aber ganz praktisch. Ich verwende kein Micellenwasser. Und wenn man Micellenwasser verwendet, sollte man das eigentlich auch danach nochmal abwaschen vom Gesicht. Das steht auf manchen Produkten auch wirklich mit drauf. Hier steht es jetzt so nicht drauf. Würde ich aber tatsächlich empfehlen. Da gibt es auch diverse Berichte im Internet drüber. Die Nummer 2 ist auch dabei. Ja, die hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mit drin. Die Good Morning Fresh Skin Gesichtsmaske erfrischend mit natürlicher Aloe Vera und Vitamin E für normale und Mischhaut ist das. Hier sind zwei Masken enthalten, also auch zwei verschiedene Sachets. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, um die Haut einfach so ein bisschen erfrischt aussehen zu lassen. Auf derselben Seite haben wir auch die Nummer 3, die haben wir hier unten. Klasse! Hier haben wir ein Labello drin, denn Labello gehört ja auch zu Nivea. Hydrocare, 24-Stunden-Pflege und langanhaltende Feuchtigkeit mit Chia-Butter und natürlichen Ölen. Hier sind keine Mineralöle enthalten und Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Das ist dieses Produkt, ist eine Full-Size und ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen, wenn man so im Winter so diese Heizungsluft hat, ne, da hat man auch relativ raue Lippen, dann kommt das ganz gut. Und bislang sind es auch ganz so Unisex-Produkte. Ich glaube auch, dass der Adventskalender, auch wenn es einen Männer-Adventskalender nochmal extra gibt, eher so Unisex ausgerichtet ist. Die Nummer 4 befindet sich auch hier. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch so in der Art drin. Hier haben wir eine Backform, die so ein bisschen sternförmig ist. Doch, die ist absolut sternförmig. Ich dachte nämlich erst, weil das hier so, die Ecken sind halt nicht ganz gerade, aber das ist dann besser, den Teig da rauszukriegen, dass es so blumig ist. Ne? Also im Sommer kannst du es bestimmt auch noch zu einer Blume umfunktionieren, aber für den Winter ist es definitiv ein Sternförmchen. Auch die Nummer 5 befindet sich auf dieser Seite des Adventskalenders. Das heißt, nicht so wie letztes Jahr, da musste man, glaube ich, fast jeden Tag drehen. Hier haben wir ein Produkt drin, das kenne ich auch noch von meiner Oma, Nivea Soft erfrischende Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Körper und Hände. Das ist die Größe mit 50 Millilitern, ist der Klassiker, ne? Also natürlich gibt es auch noch die reguläre Nivea Salbe Creme, wie auch immer, die wir hier wahrscheinlich auch mit drin haben werden. Aber das ist die Nivea Soft, das ist nochmal die etwas nicht ganz so extrem reichhaltige Variante. Auch Nikolaus finden wir auf dieser Seite. Okay, das ist ein Produkt, was ich schwierig finde. Weil es ist ein Base-Produkt, eine BB-Creme, leicht und frisch. 5 in 1 Tagespflege getönt für Mischhaut und normale Haut, das heißt eher nicht für mich geeignet. Mattieren passt sich dem Hautton an. Okay, wir haben hier keine Farbbezeichnung, deswegen ist es dann wahrscheinlich okay. Aber ja, also schwierig halt eigentlich, ne? Weil du weißt halt nie, was für ein Mensch den Adventskalender auspackt, welche Hautfarbe diese Person hat. Von hell bis dunkel ist ja alles auf der Welt dabei. Und das ist auf jeden Fall sehr mutig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, dass ich diese meiner Mutter in den Adventskalender packe, weil ich glaube, dass sie seit Ewigkeiten die Nivea BB Creme als getönte Tagescreme immer verwendet. Und deswegen, ich glaube, ich mache ihr damit eine Freude. Ebenfalls auf dieser Seite haben wir die Nummer 7. Och, weiß nicht, ist eine Nagelfeile. Ja, lasse ich hier jetzt auch einfach mal nicht drin. Nein, komm, wir nehmen sie einfach mal raus. Aber ja, eine Nagelfeile. Aber es ist eine Glasnagelfeile. Okay, 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 okay. Es ist eine Glasnagelfeile und sie ist rosa auf der einen Seite. Na gut, das ist etwas spezieller. Ne? Die hast du auch nicht überall so mit drin. Falls ich übrigens zu den Produkten keine Preise finde, mache ich das so Pi mal Daumen. Ne? Da gucke ich zum Beispiel bei DM oder Rossmann, was die halt für Glasnagelfeilen ungefähr in dem Segment nehmen. Und dann setze ich das dafür an. Weil Nivea ist ja für mich auch eher so eine Drogeriemarke. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nach einer Nagelfeile hat sie es nicht unbedingt schwer.
Und das ist auch so ein ganz klassisches Produkt von Nivea. Das kenne ich auch noch aus meinem Elternhaus. Sowas stand gerne bei uns in der Familiendusche. Das ist ein Volumen- und kraftmildes Shampoo mit Bambusextrakt. Also jetzt nicht das, weil das ist, glaube ich, ein bisschen neuer als das, als wann bin ich zu Hause ausgezogen? Ist schon über 10 Jahre her. Beziehungsweise dann bin ich mit meiner Mama zusammengezogen und meine Mama ist irgendwann bei mir ausgezogen. Crazy, ich sag euch das, auf jeden Fall. Stärkt das Haar und vielleicht sichtbar mehr Volumen für feines oder plattes Haar habe ich. Ich mag nur halt bei diesen kleinen Größen, das ist jetzt 50 Milliliter nicht, dass du oben das Ding abdrehst und dann hast du halt einfach nur eine Öffnung. Du hast ja nicht sowas zum Rausdrücken oder so und irgendwie ist es auch relativ hart. Also man kriegt das Produkt da nicht so gut raus und nicht so gut dosiert, ne? Aber wenn ich jetzt so unterwegs bin auf Reisen oder sowas, ist das eine ganz perfekte Geschichte. Die Nummer 9 darf nun machen, dass wir uns weiter freuen. Hier haben wir sie, die klassische Nivea Creme und die ist im Pride Look. Das finde ich sehr, sehr cool. 30 Milliliter sind hier enthalten, also die absolut der Klassiker schlechthin. Hat, ich glaube, fast jede Frau in der Handtasche, oder? Schreib mir mal gerne in die Kommentare, falls du diese Creme in deiner Handtasche hast oder nicht. Das würde mich interessieren, ja. Hey, das ist total praktisch. Wir haben die komplette 1 bis 12 Geschichte auf dieser Seite und dann können wir den Adventskalender umdrehen. Fällt mir jetzt gerade bei der Nummer 10 ein, die ich hier unten habe. Ja, die seitlichen Türchen, ne, die reißen ein. Das ist blöd. Auch das ist so ein Klassiker, ne? Das ist die ganz normale Body Milk, die reichhaltige Variante mit 48 Stunden intensiver Feuchtigkeitspflege und Tiefenpflegeserum mit natürlichem Mandelöl und Vitamin E für trockene Haut. Und hier sind 75 Milliliter enthalten. Ich liebe diesen Duft. Ich sag euch das. Und ich würde eine Party feiern, innerlich, wenn ich hier vielleicht sogar das Nivea Parfum drin habe. Oh, wie geil wäre das bitte? Ich weiß nicht, was in dem Adventskalender drin ist. Da waren Bilder abgebildet. Habe ich mir aber nicht angeguckt, ganz eiskalt. Wie geil wäre das? Ich würde es hart feiern. Oh, ich liebe den Duft. Okay. Nummer 11. Die erste Schnapszahl. Das finde ich cool. Warum lache ich? Ich habe eben noch einen ganz anderen Adventskalender ausgepackt mit Erwachsenenspielzeug und da habe ich bei einem Kläppchen gesagt, ach, das hört sich an, als wäre da ein Beauty Blender oder sowas drin. Und hier ist ein Blending Sponge enthalten, also quasi um Make-up aufzutragen, Foundation einzublenden und besser mit der Haut verbinden zu lassen. Das finde ich cool. Ich glaube aber, ich meine, ich hatte den letztes Jahr auch, dass der relativ fest ist. Ja, das ist leider nicht unbedingt ein Schwämmchen, was ich gerne verwenden würde. Kommen wir nun zur Halbzeit der Nummer 12. Nach Nivea Soft und der klassischen Nivea Creme darf natürlich auch ein Pöttchen von dieser Reihe nicht fehlen. Das ist Nivea Care, intensive Pflege, zieht schnell ein, 50 Milliliter. Und auch das kannst du theoretisch für Gesicht, Körper, Hände, Füße, alles verwenden. Und ja, ne? Gibt da nochmal Intensivfeuchtigkeit mit dabei und das ist, glaube ich, die neueste Variante. Okay, die erste Hälfte haben wir abgeschlossen und dann können wir tatsächlich den Adventskalender umdrehen. Finde ich super geil, dass sie das so gemacht haben. Letztes Jahr hat mich das echt genervt. Okay, 13. Auch das ist ein Produkt, das ist, hier steht zwar neu drauf, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Das ist etwas, das hat meine Mama bei sich immer im Spiegelschrank oder wie wir ihn damals immer nannten, den Alibert-Schrank, hat sie das immer drin gehabt. Und das ist Nivea Original Care Antitranspiranz Hautpflegeessenz 48 Stunden Protection samt weiche Haut. Das ist ein Deo, ne? Das hat die immer gehabt. Das ist so geil. Das ist so ein Klassiker, einfach. Die Nummer 14, und da ist so eine kleine Katze drauf, die auf dem Dach sitzt. Oh, geil. Oh. 24 Stunden Tagespflege, Gelcreme mit Rosenwasser und Hyaluron. Rosenblüte Nivea. Sehr, sehr cool. 50 Milliliter sind hier enthalten. Ja, das ist eine Tagescreme fürs Gesicht, ne? Das finde ich cool. Ich liebe den Duft von Rose. Das Produkt zeigt uns eigentlich und auch genau, ja... Ja, grob schon, ne? Also von der Farbe her, BB-Cream verwenden auch Männer. Definitiv, also gerade so was Richtung Außendienst oder sowas angeht oder Management und so. Du hast da super viele Männer sitzen, die halt auch mal eine getönte Tagescreme verwenden oder so, ne? Und das ist Gott sei Dank halt auch endlich wieder bei den Männern angekommen, dass auch die mal so ein bisschen mehr ihr Äußeres pflegen sollen. Aber nö. Also ansonsten, das waren bislang wirklich fast alles Unisex-Produkte. Auch der Blending Sponge, auch Männer verwenden Foundation. Und hier haben wir halt so einen Alt-Rosa-Deckel. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass wir hier jetzt ein Produkt drin haben, was eigentlich mehr so in Richtung weibliche Zielgruppe geht. Ne? Also in der Theorie. Theoretisch können es auch Männer verwenden. Hier unten habe ich die Nummer 15. Ja, Seife, ne? Ist nicht verkehrt. Man sollte sich definitiv auch mal ab und zu die Hände waschen. Coconut and Almond Oil, also Kokosnuss und Mandelöl. Das ist einfach eine Pflegeseife und hier sind drin 90 Gramm. Das ist ja so eine ganz klassische Größe und ja, ne? Ist nicht weg.
riechst du jetzt so nichts durch, aber ist okay. Ich mag nicht so gerne Kokosduft, aber das ist ein Produkt, was in den Adventskalender gehört von Nivea, finde ich. Genau gegenüberliegend haben wir die Nummer 16, also quasi diagonal gegenüberliegend, einmal so quer durch. Ja, hier haben wir einfach ein Säckchen drin. Da kannst du feste Duschseife, feste Shampoo oder sonst irgendwas drin aufbewahren. Ist nie weg, kann man gut gebrauchen, aber ja, ob das jetzt ein eigenes Kläppchen verdient hätte, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ne? Die Nummer 17. Oh, das dürfte sogar eine Full-Size sein, ne? Handcreme, sanfte Pflege, Hände und Nagelhaut, 24 Stunden Pflege zieht schnell ein. Macadamiaöl, Lotusblüte, trockene Haut, Nagelhaut, Rampampam, finde ich gut. Eine Handcreme ist nie weg, kann man gerade auch so im Sommer, ach im Sommer, läuft. Im Winter gut gebrauchen, weil die Hände sind da auch einfach trocken. Oder trockener. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich die Nummer 18. Passend zur Tagespflege, die wir eben drin hatten, haben wir ja auch noch eine Nachtpflege drin. Natural Balance mit Bio-Argan-Oil, regenerierende Nachtpflege, auch hier 50 ml in dem Tiegel enthalten. Ja, finde ich cool, ne? Hast du Gesichtspflege Tag und Nacht und was für ein bisschen Make-up-artmäßiges drüber und Haare und Körper und Abschminken und Maske und Rampampam. Finde ich bislang echt cool. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und ich hoffe, dass ich in der 24 das Parfum drin habe. Hier haben wir schon mal die Nummer 19. Ja, kann man gebrauchen? Ja, aber muss, also das ist, es ist ein Produkt, was jetzt für einen Adventskalender nicht so typisch ist. Das ist eine Nagelfeile, ne? Ach Quatsch, Nagelfeile, eine Nagelbürste. Mein Freund wird es wahrscheinlich ziemlich feiern, weil er immer sagt, ich schmeiß alle Nagelbürsten weg, was gar nicht stimmt. Aber, ja, nee, oder? So, auf in den 20er-Bereich. Hier unten haben wir die Nummer 20. Hier haben wir was zum Duschen. Pflegedusche, cremesoft, reines und gesundes Hautgefühl mit natürlichem Mandelöl. 50 ml sind hier drin. Ja, das ist doch auch mal eine schöne Geschichte. Das ist schön. Schön, wirklich schön. Da ist die Nummer 21. Hier haben wir einen sanften Augen-Make-up-Entferner drin. Ja, auch das kann man gut gebrauchen. 95% recycelte Flasche, das finde ich nett. 125 ml für die sensible Augenpartie mit Provitamin B5. Ist das nicht Niacinamid? 95% recycelte Flasche, das steht oben drauf. Schreibt es einfach nochmal drauf. Entfernt sanft Mascara und Make-up. Ja, siehst du wohl. Kann man oder Frau oder Menschen gut gebrauchen. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Design for Care. Was da wohl drin ist? So ein kleines Tütchen? Ohrringe? Gut nicht. Ach ja, okay. Haargummis. Telefonkabel-Haargummis, 2 Stück. Ich verwende sie. Ich mag sie auch gerne. Ich habe mir den Invisibobble Adventskalender gekauft. So gerne mag ich sie. Aber das ist also tatsächlich ein kleiner Running Gag für mich persönlich in Adventskalendern, dass man halt irgendwie immer diese Telefonkabel-Haargummis drin hat, ne? Aber ich verwende sie auf jeden Fall. Der Tag vor Heiligabend, mal gucken, was er uns bringt. Erfahrungsgemäß Nagellack, Maske, Schaumbad, irgendwas, was uns nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Oder ein Lippenpeeling. Das kannte ich auch noch gar nicht. Caring Scrub, Peeling, Pflege, Soft Lips, Feige und Kokosnuss von Labello ohne Mineralöle. Das ist ein recht neues Produkt, ne? Das finde ich cool, dass es drin ist. So, liebes Nivea-Team, ich bin sehr gespannt, ob ihr in der 24 nun mein gewünschtes Parfum versteckt habt. Oder, ich weiß nicht, irgendeine große Full-Size von irgendwas Geilem? Weiß ich nicht. Wir gucken mal rein. Letztes Jahr hatten wir das auch drin, aber halt mit einem anderen Duft. Jetzt haben wir ein Body Soufflé, Kokosnuss und Monoiröl hier drin. Ist irgendwie cool, aber wenn man sich auf ein Parfum freut, aber da bin ich auch selber schuld, ne? Dass die hier kein Parfum reinpacken, was so viel kostet, fast wie der ganze Adventskalender. Ne? Irgendwo verständlich, vielleicht kaufe ich mir das jetzt einfach aus Trotz. Nein, aber ich finde das schön. Ich mag nicht so gerne den Kokosnussduft, das ist aber eine ganz persönliche Geschichte von mir. Über das in dem letzten Adventskalender vom letzten Jahr habe ich mich halt mega gefreut, weil das halt voll mein Duft war. Ja, aber das ist eine schöne Nummer 24. Ja, der Adventskalender ist jetzt so ein bisschen auseinandergepflückt, ne? Und schaut jetzt natürlich sehr geöffnet aus, wie es sich halt gehört zum Ende der Weihnachtszeit. Ich fand den so, wie er ist, gut. Wir haben hier sowohl Unisex als auch eher weibliche Produkte mit drin. Weil es ja noch extra den Männer-Adventskalender gibt, finde ich das einfach nur fair, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben hier was mit dabei für die Haare, für den Körper, fürs Gesicht, für
alles. Eine Seife, ich weiß echt nicht, was dieses Säckchen hier verloren hat. Ein paar Sachen, wo ich sage, ach komm, die hättet ihr euch echt schenken können. Aber das habe ich letztes Jahr auch gesagt und im Großen und Ganzen hat es schon einen krassen Wert, das Teil. Ne? Ich finde den definitiv lohnenswert, wenn man Bock auf so Pflegeprodukte hat. Und wenn man vielleicht sowieso ein Fan von Nivea-Produkten ist, dann bietet sich das einfach an. Den Adventskalender kann man gut verschenken an Mütter, an Tanten, an Omas, Opas, wie auch immer. Ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Also hätte ich den Adventskalender zum Beispiel meinen Großeltern geschenkt, hätten sie sich drüber gefreut. Den packe ich nochmal ganz individuell mit ein bisschen Süßkram und so auch mit dabei. Ne? Aber ja, ich finde den cool und deswegen werde ich mir den auch safe nächstes Jahr wiederholen, auch wenn da wahrscheinlich 80% der Produkte genauso wieder drin sein werden. Er ist immer wieder lohnenswert. Und ja, das war es jetzt hier auch von mir mit diesem Adventskalender-Unboxing. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, auch mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!